Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz sehr, die Julia bei mir sitzen zu haben auf meinem Sofa. Die Julia hat auch einen YouTube-Kanal, Julia Rawson. Genau, Julia Rawson. Julia. Julia Rawson. Ja, Julia klingt cooler. Ja, mit Julia Rawson. Genau. Und deine Themen sind so Beauty, natürliche Kosmetik, Anti-Aging, genau. Ja, was man tun kann, um lange jung zu bleiben. Mhm. Auch gesunde Ernährung, ja. Rohkost, auch vegane Kost. Genau, also bei mir geht es um die Verknüpfung mit Rohkost und halt auch Beauty und natürliche Pflegemittel, also weg von ja, Botox und diesen ganzen Geschichten und mehr hin zu einer natürlichen ja, Hautverjüngung und Hautpflege. Du hast so einen speziellen Lifestyle, den du auch dann so unter deinem YouTube-Kanal vermittelst. Du hast auch einen Blog. Ja. Und auch einige, so auch zu den Themen natürliche Schönheit oder wie man das so alles unterstützen kann. Und genau. Auch verschiedenste Hot-Yoga ist auch auf deinem Blog, hast du einen Artikel geschrieben. Zum auch, Beispiel. Wie man so einen Blähbauch vermindern kann, deine persönlichen Erfahrungen finde ich auch sehr interessant. Also alles so typische Frauenthemen, also was halt Frauen so stört, versuche ich halt irgendwie so eine Lösung zu finden. Und deine Erfahrung mitzuteilen. Genau, meine eigene Erfahrung mitzuteilen. Und jetzt, vor kurzem war ja der 32. Rohkost-Potluck in Leipzig und die Julia ist extra aus Frankfurt nach Leipzig gekommen und ist jetzt hier eine Weile bei uns Übernachtungsgast und haben uns auch schon sehr schön ausgetauscht. Und da Julia ja auch online präsent ist, lag es eigentlich auch ganz nah, dass wir mal ein Interview zusammen machen. Und heute wollen wir ein ganz spezielles Thema aufgreifen, was viele Frauen betrifft, was für viele Frauen ein Problem darstellt, nämlich die Zellulite, so eine Bindegewebsschwäche. Wir wollen über unsere Erfahrungen sprechen und dann haben wir auch noch wichtige Tipps für euch, wie ihr die Zellulite mindern könnt. Und genau. Dann gebe ich das jetzt gleich mal an dich weiter. Was sind deine Erfahrungen mit Zellulite? Und erzähl mal ein bisschen. Also ich hatte schon sehr jung Zellulite, das fing bei mir auch schon in der Pubertät an. Ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr noch Gewicht. Und mir ist das erste Mal bei H&M in der Umkleidekabine aufgefallen. Da habe ich dann wirklich gesehen, dass ich richtige Dellen hatte und Adern, Blauflecken. Also man hatte wirklich das Gefühl, das war wirklich das Gewebe hier so an den Oberschenkeln. Ja, dass da irgendwie was nicht ganz in Ordnung ist, dass das so ein bisschen stagniert. Und dann habe ich ja 2 Jahre später, habe ich ja dann mit der Rohkost angefangen und mir ist es nur so beiläufig aufgefallen, dass meine Zellulite dann irgendwann weg war. Gut, ich habe auch ein bisschen abgenommen, aber sie war auf jeden Fall, ich hatte danach also fast nichts mehr. Und welche Rohkosternährung hast du damals praktiziert? Tatsächlicherweise war das eine sehr fruchtlastige Rohkost. Also ich bin ja durch den Bandmarker damals zur Rohkost gekommen und habe auch sehr viele Früchte gegessen. Also ich vermute natürlich, dass es auch daran lag, dass ich bestimmte Sachen weggelassen habe. Also wie jetzt natürlich so Getreide, Gluten, Milchprodukte und ja natürlich auch hormonbelastetes Fleisch. Und ja, damals war ich noch nicht so ganz vegetarisch, vegan. Mhm. Und aber trotzdem hat sich da schon super, super viel verbessert bei mir. Und die Rohkosternährung ist ja meistens, gerade wenn man sie auch einfach durchführt, eine sehr basische Ernährung. Genau, aber ich muss sagen, also dieser Aspekt so mit den Grünzeug, das kam erst später bei mir, also dass ich da wirklich so einen Fokus drauf gelegt habe. Das war am Anfang noch nicht so, aber trotzdem hat sich da schon bei mir gerade was verändert. Genau, kann man sehen, wie individuell die Geschichte sein kann, weil es gibt auch Frauen, die eine sehr rohkostorientierte Ernährung praktizieren und wo vielleicht noch nicht so viel passiert, wo noch andere Faktoren mit berücksichtigt werden müssen, dass diese Zellulite sich mindert und darüber wollen wir heute auch sprechen. Genau, also natürlich kann die Genetik eine große Rolle spielen, aber meine Mutter hat auch Zellulite und was halt wichtig ist, glaube ich, für die meisten zu erfahren, dass Zellulite unabhängig vom Körpergewicht auftreten kann. Also dünne Frauen können Zellulite haben, aber auch kräftigere Frauen, also ist ganz egal. Was mir halt immer nur auffällt, dass Sportlerinnen, die einen geringen Körperfettanteil haben und die halt vielleicht mehr Muskeln haben, dass die halt natürlich weniger zu Zellulite neigen. Genau, also es ist wichtig, so die Oberschenkel ein bisschen mit speziellen Übungen zu trainieren. Da gibt es auch, kann man auch bei YouTube eingeben, Muskelübungen für die Oberschenkel, die man so in den Alltag integriert, wo man die man aber wirklich regelmäßig machen muss. Also alle Maßnahmen, über die wir heute sprechen, das ist halt dann nicht in 1-2 Wochen getan. Das muss man wirklich über Wochen, Monate beibehalten, regelmäßig. Also man kann auch mal einen Tag Pause machen, aber diese Maßnahmen wirklich regelmäßig durchführen,
am Ball bleiben, sich auch ein bisschen aus der Komfortzone rauszubewegen, genau. Und dann wird man belohnt, ja. Indem sich die Haut einfach verbessert. Ich meine, es scheint unfair zu sein, weil gerade Frauen halt sehr dünne Haut haben, das Kollagen einfach anders angeordnet ist und sich sozusagen die Fettzellen durch die Haut drücken. Bei Männern ist es ja, das kommt das Phänomen kaum vor. Ich will kaum. Sagen, nicht, aber kaum. Aber sehr mittlerweile immer mehr. Also das ist auch bei vielen Männern jetzt mittlerweile schon, haben oft teilweise Zellulite. Aber klar, bei Frauen ist es sehr viel ausgeprägter. Also man kann es halt so sehen, unser Körper versucht einfach hat gewisse Depots, gerade bei Frauen, so an den Oberschenkeln, weg von den Organen, um halt einfach die Organe zu schützen und speichert dann sozusagen die Giftstoffe, ja, also in den Fettzellen, lieber so an Po und Oberschenkel. Und auch im Bauch bei manchen. Ne? Ja, auch Oberarme kommt auch vor, dass manche. Ja, das stimmt, wir haben auch Zellulite, genau. Aber vorrangig so Beine und Po. Genau, vorrangig Beine und Po, ja. Was nämlich auch wichtig ist, da haben wir uns auch jetzt schon länger drüber unterhalten, jetzt die letzten Tage, was auch ganz wichtig ist, um die Zellulite zu bekämpfen, ist die Lymphe anzuregen, den Lymphfluss. Oh. Da hast du ja, weißt du ja auch einiges darüber, ne? Die Lymphe, also man kann, sagt ja so, also das... So, das Blut wird ja vom Herzen sozusagen gepumpt, ja, also genau, und die Lymphe, da müssen wir halt wirklich selber was tun, dass der Lymphfluss in Bewegung bleibt und da ist natürlich Bewegung super, super wichtig, weil die Lymphe sind sozusagen, ja, ich sag mal, die Lymphflüssigkeit oder beziehungsweise die Lymphe, die filtern ja sozusagen die Giftstoffe raus aus dem Körper und deswegen ist es halt einfach super wichtig, dass die Lymphe halt, genau, dass die halt immer im Fluss sind. Genau, und die Lymphe werden leider viel zu sehr unterschätzt, also beziehungsweise das Lymphsystem. Das durchzieht sich ja durch den ganzen Körper. Genau. Und es ist wichtig, das im Fluss zu halten und auch die Lymphknoten, wo ja dann alles gefiltert wird, dass da auch nicht zu Stau kommt und zu Entzündungen. Ja. Ja. Und das ist wirklich auch wichtig, wenn man Zellulite bekämpfen will, überhaupt wenn man sich gesund ernähren möchte, da auch die Lymphe mit anzuregen. Ja. Da kommen wir dann auch noch dazu. Jetzt möchte ich noch über meine Erfahrungen sprechen. Julia hat ja über ihre Erfahrungen gesprochen. Bei mir ist es so, dass ich als Jugendliche oder junge Erwachsene ganz so geringen Zellulite hatte. Mir ist das nicht so aufgefallen, aber was bei mir vielleicht auch genetisch veranlagt ist, dass meine Mutter und meine Großmutter hatten beide so Krampfarter und auch so Besenreißer. Ja. So, also in den Beinen. Ne? Da habe ich schon die Anlage dafür und bei mir ist das vor allem dann bei den Schwangerschaften, vor allem in der zweiten Schwangerschaft hat sich das bei mir so Besenreißer. Ja. Ich weiß nicht, hattest du auch Besenreißer? Ich habe auch mal gelesen, dass es nicht umkehrbar. Wenn die Edischen so gerissen sind, bleibt das meistens so. Also bisher, ich muss sagen, da ich vielleicht schon sehr, sehr früh mit der Rohkost angefangen habe, hat sich eigentlich bei mir nie an den Beinen jetzt so viel verändert. Ich hatte natürlich schon so mit Anfang 20 Pubertät, habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich vielleicht auch ein bisschen fülliger war, aber ja, also ich glaube, da ich halt relativ früh damit angefangen habe, habe ich das nochmal abwehren können. Aber ich sehe das natürlich so, klar, jetzt bei anderen Mädels, so, die auch relativ jung schon, ja, das sind halt. Also es ist bei mir nicht so stark ausgeprägt, aber es gibt so ein paar Stellen, wo man das halt so ein bisschen sieht. Ja. So im Sommer weniger. Ja, das stimmt. Also bei dir finde ich das absolut noch im Rahmen. Also das ist absolut normal. Bei der zweiten Schwangerschaft habe ich gemerkt, ich habe mich ja in meiner ersten Schwangerschaft vegan ernährt, schon immer mit einem hohen Rohkostanteil, bis mittags meist Rohkost. Und in der zweiten Schwangerschaft, da ging es mir auch psychisch nicht so gut. Es war so ein bisschen eine schwierige Zeit. Da habe ich auch viel vegan gegessen, aber dann schon mehr vegetarische Produkte und mehr Teig. Also mehr so Teigprodukte, also Brot, auch Kuchen, Süßigkeiten mehr, weil es mir dann nicht so gut ging. Und das habe ich dann schon an der Haut gemerkt. Und ich hatte auch mehr Wassereinlagerungen in der zweiten Schwangerschaft. Ja. Und da sind dann noch so, man merkt dann, dass da noch so ein paar Delikte übrig geblieben sind, die sich zwar gemindert haben. Und das ging bei mir nicht nur mit der Rohkosternährung weg. Also bei dir war es ja der Fall, dass du sagst, ich habe mich jetzt einfach von Rohkost ernährt und dann ist das weggegangen. Also ich musste wirklich noch andere Maßnahmen ergreifen, auf die wir heute eingehen, ne? um das abzumildern. Aber das ist halt auch so, wir sind halt nicht alle gleich. Wir sind alle sehr verschieden, sehr individuell. Und da greifen eben auch verschiedenste Maßnahmen, auch in einer verschiedenen Intensität. Aber was wichtig ist, dass man es eben mildern kann. Man muss einfach nur dran bleiben. Also man darf jetzt natürlich keine Perfektion erwarten. Ich glaube, bei keiner Frau ist die Haut 100% glatt. Das ist einfach schon wegen unserem Hauttyp Kollagen ist klar, dass da natürlich viel mehr irgendwie, also dass die Haut einfach sehr viel mehr zu Dellen neigt und Unebenheiten. Aber trotzdem kann man da schon wirklich, wirklich viel für tun. Ja, das ist weniger. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, in der heutigen Zeit wird hier auch viel
so mit Photoshop gearbeitet. Ne? Wir sehen ja. So auf Zeitschriften, sehen wir dann so perfekte Frauen, so mit strahlenden Augen, ganz glatte Haut und ganz schlank und perfekte Haut. Und oft ist da einfach auch was verändert worden. Ne? Das gab es so vor 100 Jahren gar nicht. Da gab es gar nicht so diese Schönheitsideale. Oh, man muss jetzt so aussehen. Ja, ja. Das war alles vielleicht noch ein Stück weit natürlicher, weil man auch sich nicht so orientiert hat, wie die Frauen auf Zeitschriften oder auch so Models, die sehr dünn sind oder so perfekt erscheinen. Aber es ist schon ein Schönheitsideal. Es gibt gar nicht ein Schönheitsideal weltweit. Und ich finde, das ist wieder wichtig, sich zu seiner natürlichen Schönheit zu bekennen, auch mit dem Makel, den man wahrscheinlich so hat. Makel meine ich jetzt aber nicht mit als Bewertung, sondern einfach nur als Feststellung. Es gibt halt nicht so, die meisten sind halt nicht perfekt schön. Jeder hat irgendwo vielleicht einen kleinen Makel, eine kleine Baustelle, die so nicht in das gängige Schönheitsideal reinpasst. Ist aber auch schön so. Ja, ich finde manchmal Perfektion braucht einen Bruch, sonst ist es nicht schön für mich. Wenn es zu perfekt ist, dann ist es auch wieder irgendwie eigenartig oder befremdlich. Also ich denke, man kann versuchen zu ändern, was möglich ist, und das einfach akzeptieren, was man nicht ändern kann, und das anzunehmen. Genau, und das einfach so anzunehmen und sich so zu lieben, wie man ist. Genau, und das ist halt auch klar. Ich meine, natürlich geht es bei mir in meinem Kanal viel um das Thema Beauty, aber ich verspreche jetzt hier nicht, dass irgendwas Unmögliches oder sowas passiert, sondern einfach, dass man das Beste aus, also die beste, wie sagt man so schön, die beste Version seiner selbst sozusagen kreiert. Und es ist egal, wie man da aussieht, also was halt sozusagen welche Voraussetzungen man hat. Aber man kann immer die beste Version seiner selbst sein und zumindest das Beste draus machen. Und das, was man halt nicht ändern kann, das kann man ja liebevoll annehmen. Und das finde ich wichtig. Und du oder wir empfehlen ja auch natürliche Mittel. Ne? Ja. Es gibt ja auch viele Frauen, die sich unter das Messer legen und sich absaugen und da und korrigieren. Und es geht eben auch mit natürlichen Mitteln. Genau. Also das Einzige bei mir sind meine Haare, die jetzt nicht so ganz natürlich sind. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Bin ich so ganz glücklich mit meiner Haarfarbe. Aber so ansonsten versuche ich wirklich so alles auf natürliche Weise irgendwie zu verbessern. Ja. Gerade so, was Anti-Aging angeht oder auch wie mein Thema Zellulite, gibt es so viele Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, wir können jetzt mal so mit den Tipps anfangen. Und du hattest ja schon persönlich deine Erfahrung, den ersten Tipp genannt, auf eine gesunde basische Ernährung. Magst du da noch mal kurz beschreiben, was für dich da reinzählt, was du empfehlen würdest für die Zuschauer, was sie mit der Ernährung, in welche Richtung es gehen soll? Also natürlich ganz grundsätzlich erstmal gewisse Sachen weglassen, Teigwaren. Ich würde eher auf Pseudogetreide umsteigen, also sowohl gekeimt als auch wenn man das kochen möchte, also wenn man nicht 100% also nur von Rohkost lebt. Definitiv, was ich da empfehlen kann, ist Quinoa, Buchweizen, eventuell auch Hirse, solche Geschichten, weil da habe ich gemerkt, das kann der Körper einfach viel besser irgendwie wieder ausscheiden. Ja. Also was ich halt absolut nicht empfehle, sind natürlich so die Klassiker, Brot, Nudeln, solche Sachen. Genau, und dann natürlich auch sehr grünlastig ist super wichtig. Also Säfte, Smoothies, viel frisches Obst und Gemüse, dunkelgrünes Blattgemüse und viele Nährstoffe, also Chlorella, Spirulina, solche Sachen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und auf jeden Fall versuchen immer nicht so übersäuerte Nahrung zu essen. Aber das passiert ja automatisch, wenn man sich von Rohkost ernährt, besonders von halt sehr grünlastiger Rohkost, dass man halt in sehr basischen Bereich kommt. Und das ist super wichtig. Und du ernährst dich ja auch nicht nur von Rohkost, du ernährst dich ja RoTeFor, heißt das Ernährungsweise. Also man muss sich jetzt nicht auf 100% Rohkost umstellen, um seine Zellulite zu mindern. Genau. Du kochst ja am Abend meist Gemüse oder auch glutenfreies Getreide. Genau, also glutenfrei koche ich. Also meistens wirklich am liebsten Quinoa und Buchweizen. Das sind so meine Lieblingspseudogetreide. Und ich habe das jetzt so viel gegessen und ich habe ja früher ganz schlimme Hautprobleme gehabt. Also ich habe halt gemerkt, wenn ich halt Quinoa und Buchweizen esse, dann habe ich jetzt weder irgendwie gemerkt, dass ich da Zellulite von bekommen habe oder irgendwelche Hautprobleme. Also ich merke halt, deswegen heißen die auch Pseudogetreide, weil die halt dann, sagen wir mal, relativ leicht sind in der Verdauung. Ja. Also die Nährung einfach umstellen. Und Sprossen natürlich, Wildkräuter, jetzt kommen bald wieder die Wildkräuter, Sprossen. Oh, viel davon, ja. Grünes Blattgemüse und auf die Mineralstoffe achten, alles was du genannt hast. Ja. Besonders klar auf die Mineralstoffe achten, haben ja Wildpflanzen besonders viel, weil deren Wurzel ja unheimlich tief in die Erde reichen und die natürlich wirklich eine Explosion an Mineralien haben, das ist super wichtig. Ja.
Genau. So, genau, das wäre der erste Punkt. Basische Ernährung, ganz wichtig. Ja. Der zweite Punkt ist Bewegung. Das ist auch noch wichtig, genau, Bewegung. Also, du hast ja zum Beispiel ein eigenes Trampolin. Ja. Da war ich jetzt ganz begeistert von. Ich habe auch schon ausprobiert. Was ja gerade super gut für, ich sag mal, für das Lymphsystem ist, dass es in Bewegung kommt. Ja, genau, um die Lymphe anzuregen. Du hast es ja schon gesagt, dass im Gegensatz zum Blutkreislauf hat, der Blutkreislauf hat ja das Herz als Pumpe und die Lymphe ja nicht. Und deswegen ist es wichtig, die Lymphe anzuregen, gerade ich. Oder auch du, wir haben ja auch oft so ein Sitzen der Tätigkeit, ja, so genau. Videos schneiden so und sehr dann Blogartikel schreiben. Ja. Und dann ist es wichtig, klar, eine natürliche Bewegung, Joggen, Laufen, Radfahren, Schwimmen, bestimmte Kräftigungsübungen. Aber ich merke dann auch so, wenn ich dann mal 10 Minuten auf das Trampolin gehe und so wippe, dann, dass das wie das wirklich die Lymphe anhebt. Ja. Das sollte man so 2-mal am Tag machen. Mhm. 2-mal am Tag mindestens 10 Minuten. Und wenn man das wirklich über einen längeren Zeitpunkt macht, mit Sport, verbunden mit natürlichem Sport, also mit Sport in der Natur, dann kann man wirklich die Lymphe anregen. Genau. Im Zeitraum. Und wir zeigen euch jetzt auch mal, wie man ungefähr auf diesem Trampolin springen könnte, um die Lymphe anzuregen. Ich habe mir jetzt meinen jüngsten Sohn, den Silas, auserkoren, dass er mal demonstriert, wie wir auf dem Trampolin hüpfen. Da gibt es auch so eine Stange, wo man sich festhalten kann. Und Silas, zeig mal, hüpf mal auf dem Trampolin. So kann man hüpfen, sich an der Stange festhalten. Und hüpfen oder die Stange wieder loslassen, hüpfen. Also am besten 10 Minuten am Tag oder 2x10 Minuten. Fängt erstmal mit 5 Minuten an und steigert das dann. Und was ich aber oft mache, das hat mir meine Osteopathin geraten, beim Hüpfen nicht das Trampolin verlassen. Silas, hüpf mal so, dass du nicht abhebst. Wipp einfach mal nur. Genau, das ist auch schon sehr effektiv für die Lymphe. Einfach so wippen, man kann auch stärker wippen, aber man achtet einfach darauf, dass die Füße auf dem Boden des Trampolins bleiben. Genau, und so kann man dann 10 Minuten wippen, man kann die Intensität auch ein bisschen erhöhen. Und das ist wirklich auch gerade am Morgen nach dem Aufstehen 10 Minuten hüpfen und dann vielleicht nochmal am Nachmittag oder gerade wenn man eine sitzende Tätigkeit hat zwischendurch, ist das immer sehr, sehr angenehm, mit dem Trampolin zu hüpfen und sich so seine Lieblingsmusik dazu anzuhören. Oder ein Hörbuch oder einen interessanten Vortrag und dann kann man nebenbei hüpfen. Wenn ihr auf dem Trampolin springt, dann stärkt es das Bindegewebe, es fördert die Lymphflüssigkeit und diese leichte Federung, gerade wenn man so leicht federt, wie Silas das vorher gezeigt hat, wie ich das jetzt so regelmäßig mache, diese leichte Federung auf der Oberfläche des Trampolins ist sehr, sehr effektiv und bringt die Lymphflüssigkeit in Gang. Neben dem Trampolin seht ihr auch ein sehr effektives kleines Minisportgerät, eine sogenannte Blackroll. Die fördert zum Beispiel die Regeneration der Muskulatur nach anstrengendem Sport, aber hilft auch gegen Zellulite. Also man kann damit sozusagen eine Eigenmassage durchführen und es fördert generell die Durchblutung an Beinen, was eben so wichtig ist, an Po, aber auch an den Armen, am Rücken und an der Schulter und das wirkt nicht nur an der Oberfläche, sondern wirkt wirklich auch in der Tiefe. Der Silas ist wieder mein Demonstrationsobjekt. Der zeigt jetzt mal, wie man zum Beispiel die Waden damit massieren kann. Man kann auch die Fußsohlen massieren, die Waden. Genau, man kann den ganzen Körper, die Vorder- und die Rückseite damit massieren. Sehr effektiv. Jetzt zeigt Silas, wie er die Oberschenkel massiert. Du kannst auch mit dem Po ein bisschen drüber gehen. Ja, hin und her, genau. So funktioniert die Rolle wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Das kann man 10 Minuten machen. Oder erstmal mit ein paar Minuten starten und dann so lange, wie es einem angenehm ist. Okay. Was auch sehr effektiv ist, gerade für Frauen, wenn man so den seitlichen Po und die seitlichen Oberschenkel über diese Blackroll zieht, ist auch sehr effektiv. Da merkt man auch richtig, wie das drückt. Da weiß man, dass da einiges noch repariert werden kann. Und das kann man dann auch die andere Seite nehmen. Und man kann auch die Oberschenkel vorne massieren. Silas, dreh dich mal auf den Bauch und zieh dich mal nach vorn. Genau, und dann kann man so die Oberschenkel, weiter nach vorn. Genau, noch weiter. Mach mal die Oberschenkel von richtig bis zum Knie. Genau. Und dann wieder zurück. Genau, so kann man dann die Rolle verwenden. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein separates Video,
wo ich dann einfach mal so zeige, wie man so den ganzen Körper damit massieren kann. Ihr habt jetzt unser Trampolin gesehen. Das ist also ein Trampolin, was man wirklich auch in der Wohnung verwenden kann. Man könnte es auch dann im Sommer im Garten tragen. Habe ich mir auch schon überlegt, dass wir es dann im Garten tragen und dann unten an der frischen Luft springen. Es gibt wirklich auch ganz günstige Mini-Trampoline, die man verwenden kann. Ich verlinke euch so ein Trampolin mal unten in der Infobox. Du hast noch einen Tipp? Achso, ja, Hot-Yoga auf jeden Fall. Also falls du irgendwie in der Stadt wohnst, da gibt es ja oft diese Hot-Yoga-Studios. Das ist Yoga bei einer Temperatur zwischen, ich sag mal so 35, 40 Grad, zwischen 35 und 40 Grad. Und man schwitzt unglaublich viel. Das ist unheimlich gut, um über die Haut zu entgiften. Und ja, das ist zum Beispiel auch super gut gegen Zellulite. Also es sind immer so, ist so 90-Minuten-Kurs, immer mit die gleichen Bewegungen. Aber das ist so, also danach fühlt man sich sowas von entspannt und man schwitzt unglaublich viel. Und das ist auch gewollt und gut so. Und ja, so kann man natürlich auch sehr gut natürlich sein Lymphsystem ein bisschen anregen. Und ja, das ist natürlich auch wiederum sehr, sehr gut für die Zellulite. Oder also, gegen die Zellulite. Also Hot-Yoga war jetzt noch Teil des Bewegungstipps. Genau. Und ein bisschen, das hatten wir glaube ich am Anfang mal kurz mit Gewichten trainieren. Ja, auch gut, ein bisschen Muskelaufbau. Muskelaufbau, genau, für den Po, da gibt es ganz tolle Übungen. Also, so wirklich ganz kurze, effektive Übungen, die man einmal, zweimal am Tag machen kann. Genau. Ganz kurz, effektiv für die Oberschenkel, Beine. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, wo ich euch das zeige, welche effektiven Übungen es gibt. Das ist wirklich ganz einfach, wenn man das dann regelmäßig integriert. Genau. Jetzt so als dritter Tipp würde ich sagen, viel trinken ist ganz wichtig, weil die Lymphe ist ja flüssig. Wenn man zu wenig trinkt, dann dickt die ein. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel zwar die Lymphe anregt durch Bewegung, aber trinkt ganz wenig, dann kommt die nicht wirklich in Fluss. Also auch wieder viel trinken, damit das alles abfließen kann. Also viel trinken, also am besten natürlich gefiltertes Wasser, frisch gepresste Säfte, die viel Mineralstoffe enthalten, Wurzelgemüse, grünes Blattgemüse, Wildkräuter. Also ich freue mich total auf März, April, wenn es dann die Brennnessel gibt und Giersch und Vogelmeere und einen richtigen schönen Wildkräutersaft, so ein Konzentrat, ein bisschen mit gefiltertem Wasser verdünnen und dann also dann kann man sich seinen Körper mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgen. Und du hast ja auch so ein ganz, das mache ich jetzt mal so ganz spontan, du hast ja auch einen ganz tollen Entsafter seit 5 Jahren. Ah ja, genau, ich habe den Angel Juicer. Ich glaube, den haben jetzt einige mittlerweile, habe ich schon frisch. Der wurde ja schon mehrfach. Aber ich habe ihn schon so lange damals, kannte den noch niemand. Und also da kann man wirklich sehr, sehr hochwertige Gemüsesäfte, grüne Säfte pressen und vor allen Dingen das Gute ist am Angel Juicer, das ist ja so ein Slow Juicer, das heißt also, dass natürlich dann alle Enzyme noch enthalten sind in dem Saft, also alle Nährstoffe und der Angel Juicer ist halt wirklich auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges, eine sehr hochwertige Saftpresse, sage ich mal. Und der ist natürlich für mich jetzt eigentlich so der idealste zum Entsaften. Weil was mir auch aufgefallen ist, man braucht viel weniger Entsaftungsgut. Der Trist ist sehr trocken, die Saftausbeute ist sehr hoch und der Saft schmeckt anders. Der Saft, ich finde, der schmeckt so sehr intensiv. Das, also ich meine, ich habe schon viele Saftpressen, aber ich durfte ja schon viele Säfte trinken aus anderen Saftpressen. Aber ich muss sagen, Angel Juicer, glaube ich, da gibt es nicht viel, was den toppt. Der ist wirklich toll. Also frisch gepresste Säfte, gefiltertes Wasser oder Kräutertees einfach. Genau. Mindestens, also ich würde sagen, zwischen 1,5 und 2 Liter, wenn nicht sogar mehr. Kommt auch darauf an, was man natürlich von Sport macht, ob man in der Sauna geht, dass man wirklich darauf achtet, genügend zu trinken oder eben auch wasserhaltige Rohkost zu essen. Also gerade im Sommer Wasser und dann die Kombi mit wasserhaltiger Rohkost und Säften und Smoothies, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also Rohkost ist ja nicht gleich Rohkost, heutzutage gibt es ja auch die Gourmet-Rohkost, wo viel gedörrt und getrocknet wird und wenn man viel Trockenfrüchte und Nüsse isst, dann muss man natürlich auch viel mehr trinken, so ist als wenn man alles wirklich frisch isst. Ja, da ist halt das Wasser entzogen und ich glaube, man sollte mindestens einen Anteil von 70-80% wasserhaltiger Rohkost, ich sag mal so in der täglichen Ernährung halt haben und das finde ich halt super wichtig. Also konzentrierte Nahrung sollte eher einen kleineren Teil ausmachen. Würde ich auch empfehlen, danke. Ja, okay. Genau, jetzt haben wir basische Ernährung, Bewegung, viel trinken und jetzt kommen wir mal zur Körperpflege. Würdest du das unterstützen?
Also klar, so was viele ja kennen, ist das sogenannte Trockenbürsten. Da wird halt immer Richtung Herzen gebürstet mit einer Trockenbürste, also auf trockener Haut. Und das ist auch sehr gut, wie so ein bisschen um die das Lymphsystem anzuregen. Tut auch natürlich super weiche Haut machen, also empfehle ich auch dafür. Und gut für die Durchblutung, für die Blutzirkulation. Und das ist auch ganz gut natürlich so, ich sag mal als Ergänzung. Natürlich die Basis ist immer die Ernährung, klar, keine Frage. Aber als Ergänzung ist es super hilfreich, um die Zellulite so ein bisschen zu eliminieren. Und ich muss sagen, ich finde es auch sehr angenehm, zum Beispiel am Morgen so eine Trockenbürstenmassage zu machen. Das stimuliert, das regt ein bisschen an. Genau. Und man bürstet ja nicht nur die Beine, sondern den ganzen Körper. Genau. Und also regt das Lymphsystem an. Man kann ja auch so diese Lymphknoten mit Bürsten ausstreichen. Und ich finde das immer sehr, sehr angenehm. Ja. Was wir leider festgestellt haben, es gibt keine vegane Trockenbürste. Sehr weniger. Wir haben jetzt noch wirklich kein gutes Produkt gefunden. Falls ihr eine vegane Trockenbürste kennt. Unbedingt. Also ich werde irgendwann selbst eine herstellen. Das wäre sehr interessiert. Also wenn ihr irgendwo eine vegane Trockenbürste gekauft habt, irgendwo bestellt habt, dann setzt gerne den Link in die Kommentare. Super gerne. Also wir sind echt dankbar über jeden Hinweis. Das ist sehr schwer. Also mit Naturborsten? Schweineborsten sind das meistens. Aber dann schreiben die natürlich so drauf, Naturborsten. Das klingt besser als Schweineborsten. Dann denkt man, das ist irgendwie aus irgendeinem pflanzlichen Material. Ja, genau. Steht nur drauf, immer was für ein Holz das ist, aber nicht was für Borsten. Okay. Ja, schon raffiniert. So. Was man dann nach der Bürstenmassage, nach der Trockenmassage machen kann, ist Wechselduschen. Ja, also der Wechsel zwischen heiß und kalt ist auch sehr gut. Genau. Wenn man das so 5 bis 6 Mal macht, länger warm und dann einmal kalt, die Beine abduschen, den Po abduschen, das regt auch unglaublich die Durchblutung an. Genau. Dann kann man das alles unterstützen. Ja, so ist es. Genau, also Wechselduschen ist sehr gut. Ich meine, die Russen machen es vor, Eisbäder. Also das tut ja auch, ich glaube, erstmal tun sich ja die Blutgefäße so schließen und dann öffnen die sich halt und dann ist halt so unglaublich gut für die Durchblutung, ja. Also das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Auch und vor allen Dingen, um die Haut so ein bisschen zu straffen. Das ist halt, ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Wir haben ja hier in Leipzig die Eiszeit-Lounge. Das ist so eine Kältekammer. Die maximale Minustemperatur sind minus 110 Grad. Oh. Und dann geht man so für 2-3 Minuten rein und dann, wenn man wieder rauskommt, ist die Haut eisig. Also bei mir wurde mal 0 Grad, so 2 Grad, 0 Grad gemessen. Und wenn man dann in die Wärme wiederkommt, dann merkt man richtig, wie der ganze Körper kribbelt, wie die Durchblutung angeregt wird. Also wer in der Nähe eine Eiszeit, also so eine Eiszeit-Lounge, so eine Kältekammer hat, dann würde ich das auch mal empfehlen, so für 2-3 Monate regelmäßig 2-3 Mal die Woche in die Kältekammer zu gehen und dann eben die Durchblutung anzuregen. Und bei uns in der Kältekammer ist es auch so, da gibt es auch eine Infrarotsauna, die habe ich jetzt noch nicht getestet, aber die soll auch helfen, die Lymphe anzuregen. Genau, also die ist wirklich auch sehr gut, um Zellulite zu bekämpfen. Also habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, habe vorhin nur einen Artikel gelesen zum Thema Infrarotsauna. Und das würde ich auf jeden Fall, wenn man irgendwas in der Nähe hat, oder es gibt sogar, glaube ich, welche für zu Hause, habe ich letztens noch gesehen. Irgendwie so sehen aus wie so, irgendwie so Kästen irgendwie so, und dann tut man sich da irgendwie so reinstellen oder sowas. Ja. Also gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, das irgendwie zu machen in der Stadt oder sich selber so eine zu besorgen. Und was ich auch interessant du hast das auch was gelesen letztens oder gehört, was Zellulite auch begünstigt, was ich jetzt gar nicht so unbedingt sofort im Zusammenhang habe. Auch nicht hätte. Eigentlich, aber ich dachte, okay, das ist interessant, also Schwermetalle. Und Schwermetalle, sie sorgen ja auch so ein bisschen für Entzündungen und freie Radikale im Körper. Und klar, der Körper speichert ja auch, wie gesagt, das sind ja diese ganzen Depots mit den Fettzellen, ne? Der speichert da ja irgendwo oder hält da was zurück, gewisse alte Giftstoffe. Und genau, der Körper lagert ja den Fettzellen so nicht nur Stoffwechsel, Abfallprodukte ein, wo er nicht weiß, wohin damit, sondern eben sowas auch wie Schwermetalle, weil er ja die Organe nicht schädigen will. Deswegen lagert er versucht halt wirklich, die Organe zu schützen. Also ist eine Schwermetallausleitung eigentlich für Zellulite auch förderlich, ne? Chlorella zu nehmen, also ein hochwertiges Chlorella. Ich empfehle ja immer das Chlorella aus Deutschland. Mhm. Gibt es ja hier die Algenfarmen Klötze, die habe ich auch vor 2 Jahren besucht und die produzieren Chlorella und Spirulina und das kann man, also vor allem Chlorella kann man dafür verwenden, um Schwermetalle auszuleiten und dass man eben das auch mit berücksichtigt in diesem längeren Prozess, um die Zellulite zu reduzieren, dass man einfach Schwermetalle auch ausleitet oder sich intensiver damit beschäftigt, wie man das ausleiten kann. Alles. So ist es, Und zur Körperpflege kann ich noch sagen, ich habe ja auch, glaube ich, 2 oder 1-2 Videos zu dem Thema
Schröpfgläser gemacht, Schröpfen. Das ist ja auch noch so eine, also das sind ja diese Gläser, die sie, so, wo die Haut wie so ein Vakuum eingesaugt wird und dann gibt es wieder so eine Dekompression. Und das ist halt auch super gut, um so ein bisschen das Unterhautgewebe zu massieren und so stagnierendes Gewebe wieder so ein bisschen, ja, so einen Fluss zu bekommen und die Blutzirkulation anzuregen. Und das ist auch ganz gut auf jeden Fall, um Zellulite. Und nimmt man dann ein Glas oder gibt es den Set? Wie ist das? Die gibt es so ein Set, genau. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir verlinkt oder bei dir in der Infobox. Und genau, das sind so alle Größen. Also ich mache es ja auch im Gesicht. Mhm. Das ist genau wie das Trockengürsten, mache ich auch fürs Gesicht. Also ich lasse mein Gesicht nicht aus. Und ja, mache das dann. Und es gibt verschiedene Größen, kann man sich aussuchen. Macht man dann mehrere ans Bein oder nimmt man einfach nur eine? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man es natürlich zu lange lässt, dann ist da irgendwann so ein kleiner blauer Fleck. Das wollen ja die meisten nicht. Also was ich empfehle, man schmiert ein bisschen Öl auf die Haut und dann zieht man es einfach so lang. Ach, nur ein Glas? So genau, genau. Und das zieht man dann so lange an den Bein. Kann man jede Größe, die man halt gerne ja, präferiert, verwenden. Oh, das klingt interessant. Ja. Ich teste ich das auch mal. Also ist wirklich, das ist ganz gut auf jeden Fall. Ja. Genau, ich schaue mal, was es da so für Sets gibt oder du kannst mir jetzt empfehlen und das setze ich euch dann auch unten in die Infobox. Genau. Dann werden wir mal so wie Julia uns die Beine mit so einem Schröpfglas massieren. Ja, das hilft wirklich gut, sehr gut. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also gerade bei vielen Frauen, die Zellulite haben, ist mir auffallen, dass die oft Schmerzen in diesem Bereich des Körpers haben. Also dass die da empfindlich sind, dass sie schnell blaue Flecken bekommen. Mhm. Aber da muss man natürlich erstmal ein bisschen vorsichtig dran gehen. Also man merkt halt, da ist entzündliches Gewebe einfach. Und ja. Aber da muss man natürlich, wenn man das noch nicht so richtig kann mit dem Schröpfen, muss man erstmal natürlich ein bisschen mit der Ernährung jetzt beginnen. Erstmal mit der Ernährung, Bewegung, viel trinken. Genau. Dass man das angeht, Trockenbürste, Wechselmassage. Und wenn man dann vielleicht schon nach ein paar Wochen merkt, oh, es verbessert sich leicht was, dass man dann vielleicht auch mit den Schröpfgläsern das einfach noch ein bisschen intensivieren kann. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alle Tipps. Eigentlich fällt dir noch irgendwas ein? Ich überlege gerade. Ja, natürlich. Also einfach, ich sag mal, man kann das wirklich verbessern, aber ich würde sagen, so als Schlusswort kann man wirklich sagen, nicht zu besessen werden und wenn halt vielleicht immer noch ein bisschen da ist, dann sich auch einfach so anzunehmen, wie man ist. Und sich einfach über die Verbesserung freuen, aber keine Wunder erwarten, dass man jetzt so wieder eine Haut bekommt, wie man als Kind hatte oder so. Ja, so Babypopo-mäßig. Also das, aber man kann schon wirklich viel, ich glaube einfach am Ball bleiben. Das Wichtigste ist wirklich die Disziplin einfach aus. Genau, aber es kann ja auch Spaß machen. Ich meine, mal wieder regelmäßig zum Sport zu gehen und sich mit dem Thema Rohkost auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch, also mir hat es immer großen Spaß gemacht. Oder macht halt, beziehungsweise mich damit zu befassen. Ich muss dann immer so an Walter Schaube denken. Das ist ja auch einer, der hat das Buch geschrieben, Kerngesund ohne Umwege. Der hat auch ganz viel mit Ernährung experimentiert und hat immer gesagt, nur wer konsequent ist, wer wirklich konsequent ist, kann exakte Ergebnisse aufweisen. Ja. Also nur wer wirklich konsequent ist, kann wirklich sehen, was dann passiert, kann ein großes Ergebnis einfahren. So, das habe ich immer noch so im Kopf. Ja. Dass man, also das, wir haben ja schon gesagt, das muss man dann nicht jeden Tag machen, aber regelmäßig über einen längeren Zeitraum und nicht aufgeben. Das ist das Allerwichtigste. Aber klar, bei mir hat es damals durch einen gewissen Leidensdruck, habe ich natürlich meine Ernährungsgewohnheiten verändert. Ich hatte ja so schlimme Hautprobleme. Aber ich glaube, man muss halt erstmal, ich glaube, so ein bisschen seinen Geist schulen und dann kommt auch die Motivation. Also wenn man viel Wissen sich aneignet, viele Videos schaut, Bücher liest, Dokus schaut, dann glaube ich, dann irgendwann, man muss ja nicht von heute auf morgen jetzt gleich alles komplett ändern, aber Step by Step. Genau, für die Ernährung empfehle ich auch sowieso immer eine langsame Umstellung, Schritt für Schritt, erstmal schauen, was ist möglich wegzulassen. Und man kann ja trotzdem schon grünes Blattgemüse integrieren, Wildkräuter integrieren, Sprossen, ohne dass man auf einmal so viel weglässt. Genau. Das ich denke auch, also der kalte Entzug ist da vielleicht nicht unbedingt. Aber was man eben machen kann, was man sofort umsetzen kann, ist die Bewegung, ist die Trockenbürstenmassage, das ist das Wechselduschen. Ja. Das kann man sofort und viel trinken, das kann man eigentlich relativ. Das sind so die Tipps, die man sofort umsetzt. Ja. Ihr könnt heute sofort anfangen oder morgen. Relativ zeitnah. Es ist immer ein neuer Tag, wo man anfangen kann. Und das ist so, und das sind auch Techniken, die kann man sich ganz schnell beibringen. Ja. Hast du auf deinem Blog zufällig Trockenbürstenmassage? Hast du das schon? Ich glaube, ich habe da was. Ich habe sogar einen Beitrag zum Thema Zellulite auch. Ja. Also wenn, dann also, verlinke ich Video euch dazu. Video auch und Beitrag. Da verlinke ich euch dann alle nötigen Informationen, wie man eine Trockenbürstenmassage durchführt, Wechselduschen, wenn ich da noch irgendwas finde. Das könnt ihr euch durchlesen und sofort umsetzen. Das könnt ihr zeitnah, gleich nachdem ihr das gelesen habt, umsetzen. Genau. Bei der Ernährung Schritt für Schritt. Aber wir haben auch viele Tipps gegeben, die ihr sofort umsetzen könnt. Genau, so sieht's aus. Ja, das war's von uns. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Tipp, den wir jetzt
vergessen haben, genau. den wir jetzt gar nicht so in den Fokus gerückt haben. Wenn ihr noch einen Tipp habt, wie viel, was ihr irgendwo gelesen habt oder wie ihr vielleicht eure Zellulite abgemildert habt, was euch sehr gut getan hat, dann gerne in die Kommentare. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, über euer Feedback. Wünschen euch noch eine schöne Zeit. Alles Liebe euch. Bis bald. Ciao.